gern vorstellen. Die eine hat sich schon wieder in die erste Reihe gesetzt. Joanna, vielleicht darf ich dich bitten, herzukommen. An meiner Linken Gabriele Kickut. Gabriele Kickut ist in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Leiterin des Referats EU, OECD, UNO und Türkei. Manchmal sind die Zusammenhänge durchaus kompliziert. Und damit ist sie in Berlin für die Büros der Stiftung in New York, in Brüssel und in Istanbul und neuerdings auch für das Büro in Athen verantwortlich. Und in ihrer Verantwortung stand der Aufbau des Büros hier in Athen, den wir heute zusammen feiern. Dass wir jedoch diese Eröffnung des Büros heute... Dass wir jedoch die Eröffnung des Büros heute feiern können und uns heute in diesem Saal versammeln können, liegt an meiner Kollegin zur Rechten, die wichtigste Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Griechenland und hier in Athen. Herzlichen Dank für deine hervorragende Arbeit in den letzten Wochen und Monaten, Joanna Meitani. Meine Aufgabe fürs Erste erfüllt und die beiden werden Sie weiter durch den Abend begleiten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, auch ich möchte Sie nochmal herzlich zur Eröffnung unseres Büros hier in Athen willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen heute an diesem recht schwierigen Tag hierher gekommen sind, dass wir es geschafft haben, hier zu sein. Wir haben natürlich nicht die Zeit, alle Anwesenden sozusagen persönlich vorzustellen, aber es gibt einige Gäste, die wir gern besonders begrüßen möchten. Das sind zum einen die Abgeordneten der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag, die unserer Einladung gefolgt sind, hierher nach Athen. Annette Groth, Anton Brunkow. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Να βγάλω τους συναδέλφους επίσης από τη δύσκολη θέση να πούν τα ελληνικά ονόματα. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θέλουμε να καλωσορίσουμε απόψε τον Αλέξη Τσίτρα, τον Δημήτρη Τσιφαλή, τον Δημήτρη Τσιφαλά, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Βούτσι, Παναγιώτη Κουρουπλή, την Άδια Βαλαβάν, τον Κωνσταντίνο Ζαχαριά, τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον Γιάννη Σταθά, τον Χρήστο Ματά, τον Ανδρέα Ξανθό. Αν έχουμε παραλείψει κάποιον που ήρθε αργότερα πριν πάρουμε τη λίστα από κάτω, να μας συγχωρέσει. Και συνεχίζουμε, θα τα δούμε σε λίγο. Weiterhin die Vertreterin des Nikos Polanskis-Instituts, sozusagen der griechischen Schwester der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den Präsidenten Nikos Petralias und den Direktor Haris Gelege. Weiterhin, gleich daneben, ist heute Abend hier Walter Bayer, der Koordinator des europäischen Stiftungsnetzwerkes Transform Europe, in dem auch die Polanski-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Mitglied sind. Weiter schönes Grab. Begrüßen möchten wir zudem noch die Vertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung, die heute Abend hier ist. Herzlich willkommen.
von NGOs heute hier sind, mit denen wir auch in den letzten Wochen und Monaten uns getroffen haben, die wir gesprochen haben und die wir auch als zukünftige Partner hier vor Ort für unsere Arbeit in Griechenland gewinnen konnten. Es ist schön, dass Sie alle heute Abend hier sind. Jetzt freue ich mich darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen die Ehrengäste im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung vorstellen zu dürfen. Was wäre eine solche Veranstaltung ohne Ehrengäste, ohne Special Guests, Persönlichkeiten, die wir immer schon mal aus der Nähe sehen wollten, Persönlichkeiten, deren Reden wir immer schon mal persönlich hören wollten, Persönlichkeiten, mit denen wir nach der Veranstaltung vielleicht noch ein kleines Schwätzchen halten wollten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir drei Ehrengäste heute begrüßen können. Ich hätte ganz gern zuerst den deutschen Botschafter in Griechenland begrüßt. Er lässt Sie herzlich grüßen, hat angerufen und gesagt, er kommt in jedem Fall. Und wir gehen auch davon aus, dass er das tun wird. Bitte darum Verständnis, dass er möglicherweise sich verspäten wird. Einige von Ihnen werden mitbekommen haben, dass es eine Demonstration zur deutschen Botschaft gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass er die deutsche Botschaft nicht verlassen hat oder auch nicht verlassen konnte. Wir freuen uns jedenfalls, wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn er es noch möglich machen kann, zu kommen. Über unsere anderen beiden Ehrengäste freuen wir uns ganz besonders. Wir freuen uns darüber, dass der Vorsitzende der Partei Die Linke aus Deutschland zur Eröffnung des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung nach Athen gekommen ist. Herzlich willkommen, Bernd Ringsinger. Und ganz sicher, er ist auch schon von Jonna vorgestellt worden, braucht Ihnen den anderen Ehrengast, über den wir uns sehr freuen, nicht besonders vorzustellen, Alexis Tsipras. Herzlichen Dank, dass du es möglich machen konntest, heute Abend bei uns zu sein. Es ist eine große Ehre für die Rosa-Luxemburg. Wir freuen uns sehr auf eure Reden. Ist es doch jedoch soweit ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen zuerst einen Mann vorstellen, der oft bescheiden im Hintergrund wirkt, obwohl ohne ihn die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit ihren vielen, vielen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit ihren vielfältigen Aufgaben weltweit gar nicht arbeiten könnte. Ich spreche von unserem Chef, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, Dr. Florian Weiß. Florian Weiß ist promovierter Historiker und Geschäftsführer des Vorstandsmitglieds der Rosa-Luxemburg-Stiftung seit 2008, trägt also Verantwortung für die sehr erfolgreiche Arbeit der Stiftung in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns sehr, lieber Florian, dass du diese Veranstaltung und unser Büro heute Abend eröffnet wirst. Du hast das Wort. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und auch wenn das für eine Stiftung etwas ungewöhnlich ist, heute würde ich auch sehr gerne sagen und sage es deshalb auch, liebe Genossinnen und Genossen, auch ich freue mich sehr, dieses Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Athen heute mit eröffnen zu dürfen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Auslandsbüro der Stiftung eröffnen darf, aber ganz selten haben wir, ich weiß nicht, das Glück oder das Pech, dass auch die deutsche Regierungschefin gleichzeitig sich hier aufhält. Wir waren früher mit unseren Terminen. Wir haben dadurch auch die ein oder andere Aufmerksamkeit vielleicht bekommen, das ein oder andere Problem. Ich habe ein bisschen überlegt, ob das jetzt ein guter oder schlechter Zusammenfall ist und ich neige dazu zu sagen, es ist ein guter. Ich freue mich zu zeigen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung als linke Stiftung aus Deutschland auch einen Teil von Deutschland verkörpert, der vielleicht ein bisschen anders ist als das, wogegen heute Mittag viele von euch demonstriert haben, und freue mich in dem Sinne ganz besonders, dieses Büro eröffnen zu dürfen. Wir haben als Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Reihe von Aufgaben. Ich will die im Detail nicht aufzählen, ich will zu drei Dingen etwas sagen. Das eine
Was macht eigentlich diese deutschen parteinahen politischen Stiftungen aus? Als öffentliche Einrichtung, als parteinahe Einrichtung, aber doch als sehr, sehr unabhängige Einrichtung. Dazu möchte ich etwas sagen. Ich möchte dann etwas sagen zur Frage, wie verstehen wir uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung in den ganzen akuten Konflikten, die gerade Griechenland sehr hart betreffen? Wie ist unser Verhältnis zum Neoliberalismus, zur Europäischen Union und auch zur Frage von Nationalismus und Internationalismus? Und ich will ganz kurz, aber nicht zufällig am Schluss natürlich auch etwas sagen, weil es immer für eine Einrichtung aus Deutschland relevant ist, das zu berücksichtigen, dass wir uns natürlich auch sehr bewusst sind der Jahre von 1941 bis 44 bzw. 45 der nazideutschen Okkupation in Griechenland und der Verantwortung, die wir auch in dem Kontext als deutsche Einrichtung haben. Die deutschen parteinahen Stiftungen sind, glaube ich, etwas Ungewöhnliches und wir haben im Moment, glaube ich, viel Anlass, sehr kritisch auf deutsche Politik, auf deutsche Einrichtungen zu schauen. Nicht nur als Eigenwerbung für die Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte ich doch sagen, dass dieses Konstrukt der parteinahen politischen Stiftung etwas ziemlich Positives ist. Denn dahinter steckt die Vorstellung, dass mit öffentlichen Mitteln, mit staatlichen Mitteln, Einrichtungen gefördert werden, die auch Oppositionsparteien nahestehen und deren Auftrag es ist, ihr politisches Spektrum, in unserem Falle also das linke politische Spektrum in Deutschland, ein demokratisch-sozialistisches Spektrum in Deutschland, im Ausland und zusammen mit ausländischen Partnerinnen und Partnern zu vertreten. Und ich finde, das ist eine ganz bemerkenswerte Angelegenheit. Wir arbeiten hier mit Mitteln des Auswärtigen Amtes, des deutschen Außenministeriums, aber wir sind selbstverständlich nicht daran gebunden, die Politik der Bundesregierung zu vertreten. Und insofern können wir uns hier sehr gut, glaube ich, in Kooperation und Solidarität mit euch aufhalten und mit euch zusammen hoffentlich viele Projekte und Veranstaltungen durchführen. Und das zweite Besondere an diesen deutschen parteinahen Stiftungen ist, dass sie eben parteinahe stehen. Wir stehen der Partei Die Linke nahe, aber wir sind gleichzeitig, fühlen wir uns einer breiteren, pluraleren Linken in Deutschland, in Europa und weltweit zugehörig. Das heißt, wir kooperieren sehr eng mit der Linken, mit ihren Abgeordneten, aber wir sind auch hier nicht abhängig von der Partei, sondern versuchen für ein breites demokratisch-sozialistisches Spektrum in Deutschland zu stehen. Und ich komme darauf nachher nochmal kurz zurück, weil das auch Schlussfolgerungen hat für die Art, wie wir mit euch zusammen hier in Griechenland arbeiten möchten. Wir werden als Rosa-Luxemburg-Stiftung, es ist schon angeklungen, Gabi Kikot hat ein sehr breites Aufgabenfeld in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In ein paar Wochen darf sie dann mit unser Büro in New York eröffnen. Da werden wir sicher eine ganz andere politische Landschaft vorfinden. Die Frage, was in den USA oder Kanada links ist, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger zu beantworten, als die gleiche Frage für Griechenland oder Deutschland zu beantworten ist, obwohl ich mir da manchmal, was Deutschland anbelangt, auch vielleicht die eine oder andere Frage stelle. Also wir haben in diesen Ländern eine Fülle von unterschiedlichen Aufgaben. Eines tun wir dabei nicht. Wir kommen nicht als deutsche Missionare, auch nicht als sozialistische deutsche Missionare, um anderen ein bestimmtes deutsches oder deutsch-sozialistisches Modell erklären zu wollen, sondern wir kommen in diesen Ländern, um mit Partnerinnen und Partnern aus Gewerkschaften, aus parteinahen Einrichtungen wie der Pulanza-Stiftung, aus linken zivilgesellschaftlichen Bewegungen zu kooperieren, um von ihnen auch zu lernen und in einem wirklichen Dialog in gleichberechtigter Weise und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Das ist das, was wir weltweit versuchen und das möchten wir mit euch zusammen auch in Griechenland tun und ich hoffe, dass wir dabei eure Unterstützung haben. Wir tun das auf sehr unterschiedlicher Weise, die will ich hier nicht darstellen. Ich will aber noch einen Gedanken dabei erwähnen, den ich eben schon bei der Frage hatte, wie verhält sich eine parteinahe Stiftung in Deutschland zu Parteien? Was nicht unsere Aufgabe ist, in keinem Land, wo wir tätig sind, ist es, den linken Kräften irgendwelche Ratschläge zu geben, wie sie sich parteipolitisch aufzustellen haben.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir kooperieren mit einer pluralen Linken, die es in vielen dieser Länder auch gibt. Wir stehen gerne sicher auch mit dem einen oder anderen Rat zur Verfügung, aber mindestens ebenso sehr sind wir auf Hinweise und Rat angewiesen. Denn Bernd, ich glaube, es ist ganz klar, dass die Deutsche Linke auch den einen oder anderen Hinweis gebrauchen kann als Partei, aber auch als breitere gesellschaftliche Strömung. Und insofern hat unsere Rolle, die wir in Deutschland haben und die wir international einnehmen, eine Entsprechung. Wir haben dieses Büro angelegt, dadurch haben wir es auch gemeinsam vorgestellt, Klaus, Joanna und Gabi, als ein Büro, was sich bewusst versteht als Teil unserer Arbeit in der EU, in Europa. Es ist in enger Kooperation entstanden mit dem Büro in Brüssel und es wird natürlich eng mit unserer Einrichtung in Deutschland zusammenarbeiten. Klaus Sühl hat das Bild eines Dreiecks zwischen Athen, Brüssel und Berlin geprägt. Mal schauen, ob wir das so ausfüllen können, aber auf jeden Fall wollen wir das griechische Büro als Teil unserer gesamteuropäischen Arbeit ansetzen. Es ist sehr verständlich, dass im Moment in Griechenland die Haltung gegenüber Deutschland ein bisschen reserviert ist. Angesichts der teilweise dramatischen Auswirkungen der maßgeblich von der deutschen Bundesregierung vorangetriebenen europäischen, auch IWF, aber vor allem europäischen Politik. Wir haben heute Morgen die Gelegenheit gehabt, einige von uns in einem Krankenhaus Auswirkungen dieser drastischen Politik zu sehen, anderen ein Flüchtlingslager. Angesichts dessen ist es sehr verständlich, dass gegenüber Deutschland massive Vorbehalte bestehen. Und sicherlich hat die deutsche Politik, ich will auch das ganz diplomatisch und vorsichtig formulieren, nicht immer die ausreichende Sensibilität an den Tag gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland gegenüber Griechenland aus der schon genannten Zeit der Nazi-Okkupation ganz gewiss zu mehr Respekt und Sensibilität verpflichtet wäre. Aber ich sage nochmal, wir sind eine Einrichtung, die einen Teil des deutschen pluralen Spektrums vertritt, den linken Teil des parlamentarischen, aber auch außerparlamentarischen Bereiches, und die selbstverständlich auch eine starke Kritik an der vorherrschenden deutschen Wirtschafts- und Sozial- und Finanzpolitik hat. Und insofern sind wir hier ausdrücklich auch aus einer Einrichtung, die ganz stark angewiesen ist und euch bittet, mit uns zusammen eine andere Form von unten wachsender, von der Basis wachsender linker europäischer Solidarität zu leben und zu praktizieren mit unseren Mitteln der Kooperation, der politischen Bildung und der Analyse gegen eine Politik von Diktaten, die von oben nach unten gerichtet ist. Wir können nachvollziehen, warum in einer solchen Situation, in der deutsche Politik, wie gesagt, nochmal sehr vorsichtig formuliert, nicht gerade besonders diplomatisch, sensibel, rücksichtsvoll auftritt, sondern bestimmte neoliberale Politikziele brachial unterstützt und durchsetzen will, dass in einer solchen Situation auch nationalistische Strömungen Auftrieb haben. Und uns ist sehr bewusst, dass gerade bei der Frage, wie gegenüber dem griechischen Volk eine Politik in Deutschland und der EU zu betreiben ist, auch in Deutschland ein latenter, manchmal sehr manifester Wohlstandschauvinismus festzustellen ist. Wir wissen aus Deutschland nur zu gut und sind die Letzten, die der anderen Ratschläge zu geben habe, was auch aggressive Formen von Rassismus anbelangt. Und ich glaube gleichzeitig, dass wir uns aber im Großen und Ganzen auch einig sind, dass der Kern der Politik, die wir ablehnen, den wir vielleicht etwas verkürzt als neoliberal bezeichnen, dass dieser Kern nicht in erster Linie eine nationale Politik ist, sondern eine europäische und globale neoliberale Hegemonie, gegen die wir mit unseren Mitteln politischer Bildung, Analyse, Kooperation versuchen anzutreten. Und wir sollten das tun, und ich bin sicher, dass wir das auch gemeinsam tun, in einer guten Tradition linker, internationaler und ich würde auch sagen internationalistischer Solidarität, die sich gegen jede Form von Nationalismus wendet. Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass das ganze Projekt Europa, was aus guten Gründen von vielen Menschen in der EU im Moment mit großer Skepsis und teilweise Ablehnung gesehen wird, aber dass dieses Projekt unter anderem auch eine Wurzel im Nationalsozialismus,
in der, oder genauer gesagt im Kampf gegen den Nationalsozialismus in seiner Überwindung hatte und dass es auch eine linke antifaschistische europäische Solidarität gibt, an die wir versuchen sollten anzuknüpfen. Ich will einen Gedanken da noch anflechten, der mir gerade in der deutschen Diskussion, aber ich vermute auch in Griechenland und anderen europäischen Ländern sehr stark auffällt. Das ist der Gedanke, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass linke politische Kräfte, die vielleicht manchmal nicht als die größten Unterstützer der parlamentarischen Demokratie beschrieben wurden, geradezu aufgefordert sind, eine parlamentarische Demokratie zu verteidigen gegen das, was unter Marktzwängen als alternativlose, als Sachzwangpolitik dargestellt wird, das, was beim britischen Politikwissenschaftler Colin Crouch als Postdemokratie firmiert und wozu andere zum Beispiel den Begriff der Krise der Repräsentanz geprägt haben. Und ich glaube, wir sind gut beraten, uns sehr deutlich als Verteidiger und Erneuerer und Weiterentwicklung jeder Form demokratischer Partizipation gegen eine marktförmige und damit ausgehöhlte und entleerte Demokratie zu verstehen. Wir haben als Rosa-Luxemburg-Stiftung auch in vielen Ländern, in denen wir tätig sind, und das gilt nahezu für alle europäischen Länder, immer auch daran zu erinnern, dass die Erinnerung an Deutschland auch für eine Einrichtung, die dezidiert links ist, die sich in einem antifaschistischen Erbe versteht, wir gleichwohl mit einer Sensibilität und einem Respekt und eine Berücksichtigung der Tatsache aufzubringen haben, dass Nazi-Deutschland große Teile Europas unterworfen hat, versklavt hat, dass es auch hier in Griechenland in den Jahren 1941 bis 1944, teilweise 1945, schwere Massaker der deutschen Wehrmacht gegeben hat. Eine Tatsache, die in der deutschen Geschichtsdarstellung nicht den angemessenen Platz gefunden hat, lange Zeit, wo auch viele juristische Fragen nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt wurden. Wir sind uns dessen sehr bewusst und wir möchten auch in Erinnerung an dieses, an diese Last nazideutscher Okkupation in Europa, aber auch des antifaschistischen Widerkampfbestandes dagegen, diese Arbeit des Büros einordnen und verstanden wissen. Wir wollen abschließend deshalb wirklich dafür werben, dass ihr mit uns zusammen ein Beispiel aufsetzt für eine andere Art europäischer Kooperation und Solidarität, eine wirklich auf Augenhöhe stattfindende, gleichberechtigt stattfindende Zusammenarbeit von linken zivilgesellschaftlichen Akteuren, von Gewerkschaften, von politisch aktiven Menschen in der Kommunalpolitik und auf anderen Ebenen. Wir möchten mit euch zusammen etwas dagegen tun, dass Stereotype über Griechenland in Deutschland weiter verbreitet werden. Und ich zeige da nur eine Broschüre, die vielleicht viele von euch am Eingang mitgenommen haben. Ihr müsst verzeihen, dass ich die genaue Übersetzung ins Griechische nicht kontrollieren kann. Ich habe da volles Vertrauen. Auf Deutsch haben wir sie genannt: Verkauft auf eure Inseln, ihr pleite Griechen, was eine Schlagzeile der größten deutschen Boulevardzeitung war und was ein durchaus vorhandenes antigriechisches Ressentiment widerspiegelt. Wir haben versucht, in dieser Broschüre auf diese Klischees mit Gegenargumenten zu antworten. Und diese Broschüre gegen antigriechische Ressentiments war die erfolgreichste Broschüre, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung je gemacht hat. Und insofern freut es mich sehr, dass wir sozusagen sie auch in Griechenland vorstellen können. Und umgekehrt hoffen wir mit euch zusammen auch zeigen zu können, dass das Bild von Deutschland ein sehr plurales ist. Frau Merkel ist eine Seite davon, wir sind eine andere. Und in diesem Sinne möchten wir dieser Arbeit des Büros alles Gute wünschen. Und ich freue mich auf die weiteren Beiträge, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem Büro und wünsche Joanna und allen, die hier mitgewirkt haben, alles, alles Gute. Vielen Dank.